Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Und zwar sind wir jetzt schon in Folge 7 von Minecraft erklärt. In der letzten Folge haben wir einen Villager wieder gebaut da vorne, damit wir die Villager ein bisschen vermehren können. Weil ich glaube, man sieht ihn hier gar nicht. Irgendwo hinter den Bäumen ist er auf jeden Fall. Und in dieser Folge kümmern wir uns wieder ein bisschen um das Dorf. Und zwar habe ich da hinten irgendwo in einem Wald eine Pillager-Patrouille gefunden, also eine Patrouille von Plünderern. Und ich habe die einfach in Ruhe gelassen, denn wenn ich sie töten würde, dann würde ich den Statuseffekt bekommen, böses Omen. Und wenn man damit in ein Dorf reinläuft, wie hier zum Beispiel, mein Dorf hier, dann würde man damit einen Überfall auslösen. Und das wäre dann natürlich ein bisschen, ohne Vorbereitung wäre das ein bisschen blöd, weil ich die dann vielleicht nicht so gut verteidigen könnte. Und deswegen machen wir das in dieser Folge. Wir werden uns jetzt mal überlegen, wie wir unser Dorf denn von diesem Überfall, der dann wahrscheinlich in der nächsten Folge kommen wird, beschützen können. Und ich würde sagen, das Beste, was ich jetzt so in meiner Erfahrung gemacht habe, ist, dass man das Dorf erstmal irgendwie umzäunt oder sowas oder halt ein bisschen sicherer macht, einfach mit einer Mauer oder mit einem Burggraben oder sowas. Und dafür würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal das Dorf an und laufen mal drumherum und überlegen uns dann, was man da halt machen könnte. Und zwar, ich springe nochmal schnell auf mein Haus rauf. Das Erste, was ich mir schon überlegt habe, ist tatsächlich, wir haben ja da vorne Wasser und wir haben hier Wasser, dass wir dann einfach diesen Zwischenraum hier, wo die Bäume jetzt stehen, einfach mit Wasser füllen. Und dann hier vielleicht so ein bisschen eine steilere Klippe machen, damit man da nicht hochlaufen kann. Weil dann hätten wir auf jeden Fall von dieser Seite aus schon mal einen relativ guten Schutz gegen die Pillager, weil die können ja nicht fliegen. Und deswegen kommen sie halt dann die Klippe nicht hoch, beziehungsweise bleiben dann hier im Wasser. Und das würde ich dann auf jeden Fall hier machen. Das bedeutet hier die Bäume weg. Und dann hier halt ein bisschen den Dirt auch wegmachen, damit wir so auf dieser Höhe hier von dem Wasser sind. Und das geht dann hier einmal lang. Und hier machen wir dann die Klippe so ein bisschen steiler, wie hier ungefähr. Weil hier würden die dann auch nicht mehr hochkommen. Und ich würde sagen, das könnte man eigentlich sogar hier drumherum einmal machen, bis hier vorne vielleicht, weil hier ist es ja immer noch relativ steil. Und dann machen wir das halt noch ein bisschen steiler und dann kommt hier schon mal nichts hoch. Aber was wir denn hier machen könnten, wäre dann wahrscheinlich tatsächlich eine Mauer, die wir dann irgendwie hier anfangen oder sowas. Und die geht dann hier so lang, hier dann vielleicht ein Burgtor, weil hier ist ja der Eingang quasi. Und dann machen wir die Mauer hier weiter, würde ich sagen. Und dann können wir die ja eigentlich hier wieder in so einen Hügel reinlaufen lassen, die Mauer, und dann machen wir das hier wieder ein bisschen steiler, damit hier auch nichts hochkommt. Und dann machen wir das hier drumherum einmal steil, damit hier die ganzen Pillager halt nicht hochkommen können, würde ich sagen. Und hier ist das immer noch relativ steil. Also das könnte man hier auf jeden Fall machen, dann ist das Dorf nämlich so auf so einem Hügel quasi. Ich denke, das ist schon mal eine ganz gute Möglichkeit eben dafür zu sorgen, dass halt die Plünderer nicht ins Dorf reinkommen. Weil ich will ja nicht, dass sie hier das ganze Dorf verwüsten und so weiter und die Villager töten. Wobei wir theoretisch schon den Villager Breeder haben, also eigentlich, also die sind zumindest auf jeden Fall schon mal geschützt. Aber wir haben hier natürlich irgendwo noch mehr Villager, die müssen ja hier eigentlich auch irgendwo mal rumlaufen. Und Pfeile ist tatsächlich auch noch gut. Ich habe nämlich gar nicht so viele Pfeile und am besten ist es, wenn man halt noch nicht so eine gute Ausrüstung hat, wir haben jetzt eine Eisenrüstung zum Beispiel, dass man die Villager tatsächlich, die Pillager meine ich, die Plünderer, tatsächlich nicht so im Nahkampf quasi bekämpft. Weil die sind halt doch ziemlich stark und vor allem, je nachdem, also es gibt, die greifen halt in Wellen an. Also das bedeutet, erstmal kommen so ein paar nur, die sind vielleicht nicht so gut ausgerüstet. Aber mit der Zeit werden die halt immer stärker. Und es wäre halt irgendwie blöd, dann so die letzten richtig starken Wellen quasi nur mit so schlechter Ausrüstung zu bekämpfen. Und dementsprechend ist so ein Bogen halt natürlich richtig gut, weil da können wir von weiter weg denn die einfach bekämpfen. Da braucht man natürlich nur halt einen ganzen Haufen Pfeile. Und dementsprechend würde ich sagen, töten wir nachher auch die ganzen Hühner, die wir haben, damit wir eben Pfeile bekommen. Und ich würde sagen, hier machen wir dann einfach weiter mit einer Mauer. Das wäre, glaube ich, das Einfachste. Und das Problem ist halt, dass diese beiden Häuser hier ziemlich weit außen sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die halt einfach nicht einkreisen soll, weil eigentlich könnte man hier schon direkt die Mauer langbauen und das wird natürlich auch teuer, eine Mauer zu bauen. Und dementsprechend würde ich die vielleicht tatsächlich einfach draußen lassen. Und dann, da sind ja eh gerade keine Villager drin gewesen, dann muss ich halt gucken, dass die Villager alle hier im Dorf sind. Und hier vorne haben wir dann wieder, ja, so Felder, die könnte man zur Not auch draußen lassen. Und dann können wir nämlich hier einfach, wobei hier sind dann auch wieder Häuser. Also ich glaube, wir müssen einfach eine ziemlich große Mauer bauen. Und ich würde sagen, oh, das Hühnchen hole ich schon mal, dann haben wir schon mal Federn. Für Pfeile dann nachher, zack, wenn ich es treffen würde. Oh wow, es hält sogar einen Schlag aus, krass. Also ich würde sagen, wie gesagt, die Mauer auf jeden Fall. Und in diesen Burggraben auf dieser Seite und so an sich dieses Klippenmäßige kann man auf jeden Fall machen. Und damit würde ich sagen, fange ich auch gleich direkt mal an. Ich gehe jetzt nur schnell schlafen. Und dann kümmern wir uns mal hier direkt um diesen Burggraben, sage ich mal, um diesen Fluss mit der Klippe. Und das wird dann so der erste Teil der Verteidigungsanlage auf jeden Fall. So, als erstes machen wir hier natürlich die ganzen Bäume weg, damit wir hier dann auch in Ruhe gleich den Dirt dann noch wegmachen können. Damit wir hier, ich will mal kurz ein bisschen Holz so, damit wir dann hier auch das Wasser reinströmen lassen können. Weil es sollte ja immer so auf einer Ebene sein, das wird ja ein bisschen komisch aussehen, wenn das Wasser hier höher ist, irgendwie. Und ich würde sagen, den Baum können wir eigentlich schon da lassen.
So, und dann machen wir hier noch weiter und dann geht das halt von Fluss zu Fluss quasi, oder ist das hier ein See, keine Ahnung, auf jeden Fall von Wasser zu Wasser. Und dann haben wir hier schon mal eine relativ gute Flanke, wo dann halt die Plünderer nicht hochkommen. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier mal so ein bisschen den Dirt weg, damit wir hier so den Rand finden. Und ich würde sagen, das hier können wir noch hier lassen. So, das hier machen wir dann aber schon weg. So, ich forme jetzt nur mal quasi, wie der Fluss denn sein soll. Also der geht dann hier so entlang, würde ich sagen. So, dann geht der hier rein. Zack, zack, zack. Wir können das dann später auch nochmal anschauen. Dann gucken wir mal, ob das gut aussieht oder eher nicht so. So, wobei es halt vor allem erstmal natürlich effizient sein soll, bevor es gut aussieht. So. Dann geht's hier weiter, weiter, weiter bis zum nächsten Wasser. Ich würde dann sagen, ich mache das einfach auch ohne Aufnahme quasi. Weil das wird halt einfach so sehr lange dauern und ich zeige euch dann einfach, wie das dann zwischendurch mal aussieht. Also würde ich sagen, bin ich jetzt erstmal raus. So, ich habe jetzt relativ weit gebaut und übrigens auch den Shader ausgemacht, denn irgendwie finde ich, wenn man mit Wasser baut, dann sieht das ohne Shader ein bisschen besser aus. Ich bin jetzt so weit gekommen, also ich habe das Ganze hier so ein bisschen ja ausgehöhlt quasi, den ganzen Dreck weggemacht und so weiter. Und ich habe auch versucht, die Küste so ein bisschen steiniger aussehen zu lassen. Also ich habe hier jetzt ganz viele Steine reingebaut und hier später kommt dann ja so eine unterirdische Verbindung rein, hatten wir uns ja schon überlegt. Und hier ist das Ganze halt ein bisschen mehr so wie so ein Grashügel. Und ich finde, das sieht eigentlich soweit schon ganz gut aus. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich das Wasser hier erstmal reinfüllen. Dafür mache ich erstmal hier diese eine Reihe Blöcke noch weg, die ich hier hatte, damit das Wasser gehalten wird. Und dann können wir hier auch schon mal mit den Wassereimern den Rest dann auffüllen. So, und hier würde ich das Ganze dann halt auch noch so ähnlich steil bauen. Und auf den anderen Seiten dann, wie gesagt, mit Mauern arbeiten. Wir gucken jetzt erstmal, wie das hier gleich aussehen wird. So, wir müssen jetzt hier einfach immer wieder Eimer reinsetzen, damit das ganze Wasser sich weiter verbreitet quasi. So, und dann können wir immer hier neues Wasser holen. Und jetzt sieht man halt auch ohne Shader mal ein bisschen besser, wie das mit dem Fließen ist. Denn das hier ist quasi stilles Wasser. Und hier sieht man ja, dass es immer so in eine Richtung geht. Und das ist dann halt keine Wasserquelle quasi, wenn es so fließt. So, und hier gegenüber von dem Ding machen wir dann später ja das Lager irgendwie hin oder da rein oder sowas. Das wird, glaube ich, auch nochmal richtig cool. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, an sich finde ich das soweit eigentlich ganz cool. Also auch so das Optische mit dem Ganzen, also mit so vielen Steinen und so weiter, das hat irgendwie auf jeden Fall was an so einer Steilküste quasi. Das werden wir halt, wie gesagt, hier noch ein bisschen öfter machen. Wahrscheinlich bei dem Dorf und es wird auch schon wieder Nacht. Ja, aber gleich machen wir, wie gesagt, erstmal ein paar Mauern. Ich will euch halt nur einmal zeigen, wie ich das, oder wie man sowas zum Beispiel bauen könnte. Weil ich finde eigentlich, das ist eine ganz coole Idee, weil das Dorf, es bietet sich halt auch übelst anders, auf so einem Hügel zu bauen. Dementsprechend kann man ja ein bisschen variieren und halt nicht einfach nur eine Mauer auf jeden Fall drumherum bauen, sondern es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, um das Dorf vor Überfällen quasi zu beschützen. Und das hier ist zum Beispiel eine, weil wie gesagt, hier kommt halt nichts hoch. Und ich hoffe halt auch, dass die Pillager, die spawnen ja immer in der Nähe. Und ich hoffe halt nicht, dass sie irgendwie schon auf der Klippe spawnen, weil das wäre natürlich ein bisschen doof dann. Weil dann bringt natürlich die Klippe auch nichts. Ach, ist halt bei einer Mauer genauso. Wenn man die halt zu weit wegbaut und die Pillager dazwischen spawnen, dann ist halt auch doof gelaufen. So, und was wir hier noch machen müssen, ist auch nochmal ein bisschen das Wasser verbinden. Das können wir auch gleich nochmal schnell machen. So, ich mache hier nur überall einmal noch schnell Wasser rein. So, das müsste reichen, genau. Dann müssen wir das jetzt noch abbauen. Ich habe übrigens, glaube ich, insgesamt 5 oder 6 Eisenschaufeln hierfür gebraucht. Nur damit ihr mal wisst, wie viel ich hier abgebaut habe. Ich habe auch da vorne nochmal, zeige ich euch gleich nochmal, eine Kiste gebaut, wo dann das ganze Zeug drin ist. Und ich würde sagen, das hier machen wir dann so ein bisschen runter hier Richtung See hier dann. Ich glaube eigentlich auch, dass die Wege immer noch zum Dorf dazu gehören und dass Pillager halt nicht im Dorf spawnen können. Das bedeutet, eigentlich müssten sie erst hier spawnen können, weil hier quasi noch Dorf ist wegen dem Weg. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Das werden wir erst später sehen. Ich sehe schon kommen, wie die ganzen Pillager einfach mitten im Dorfzentrum spawnen. Das wäre natürlich auch witzig. Und dann, ja, mal gucken, ob wir das überhaupt überstehen dann. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich dafür schon die Diamantrüstung dann bauen soll oder ob ich lieber, also eigentlich müsste es ohne gehen. So schwierig sind die Überfälle jetzt nicht. Ich spiele ja auch auf Schwierigkeit normal und auf schwer ist das natürlich dann nochmal ein bisschen was anderes, aber auf normal sollte das eigentlich klappen. So, und dann hätten wir das hier eigentlich schon mal soweit fertig. Wenn man wollen würde, könnte man das Ganze natürlich noch ein bisschen tiefer bauen, so wie halt so ein See auch tiefer ist und noch mit anderen Blöcken, mit Kies und mit mehr Sand und noch mit Dirt und sowas bauen. Das lasse ich jetzt in diesem Fall mal, weil es soll ja nur ums Praktische gehen quasi. Und hier seht ihr einmal, was ich hier schon alles abgebaut habe. So, die kann ich da nicht mehr mit reintun. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal pennen und dann gucken wir mal weiter. Oder ich würde sagen, ich mache dann einfach weiter die Klippen erstmal. Und wenn ich die Klippen überall fertig habe, dann bauen wir die Mauer weiter. Und wie gesagt, also ich kann euch ja die Klippen nochmal zeigen, was ich da so, oder wie ich das so gebaut habe quasi.
damit ihr das halt versteht und auch selber bauen könnt. Aber ansonsten würde ich das halt einfach offscreen machen, weil es ist ja relativ langweilig zu sehen, wenn ich einfach so viel baue. Also was ich gemacht habe, ist, um das ein bisschen steiniger aussehen zu lassen, ist, ich habe immer nur die obere Schicht Dirt quasi gelassen. Also ihr seht ja hier zum Beispiel, da hat man ja immer diese grüne Grasschicht und darunter ist dann schon Dirt. Aber ich habe halt den Dirt quasi weggemacht und mit Stein ausgetauscht und nur noch oben wirklich eine Schicht Dirt überall drüber gehabt. Das habe ich hier zum Beispiel auch gemacht. Das sieht dann halt einfach ein bisschen gesteiniger aus. Und da oben würde ich das auch gerne noch machen, aber da komme ich halt von unten nicht ran. Das machen wir dann einfach später. Und zwischendurch habe ich dann auch nochmal ein bisschen Andesit geplaced, einfach damit es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und ansonsten müsst ihr halt darauf achten, dass man nicht irgendwie auch hochspringen kann. Zum Beispiel hier könnte man theoretisch, glaube ich, wenn man gut springen könnte, hochspringen. Oder hier zum Beispiel, hier geht das halt ganz einfach. Und auf sowas müsst ihr dann achten, dass sowas halt nicht der Fall ist. Zum Beispiel hier, dass man hier halt einfach wirklich nirgendwo hochkommt. Und ich denke, das sollte man dann auch einmal vor dem Raid nochmal machen, dass man allen mal ums Dorf rumläuft quasi und dann guckt, ob man auch wirklich nirgendwo reingehen kann. Und ja, aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal so weiter. Und wenn ich dann die Klippen alle fertig habe, dann zeige ich euch nochmal, was ich so geschafft habe. So, ich habe jetzt die Felswände drumherum soweit fertig, denke ich. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie ich so eine Mauer bauen würde. Und zwar ist das Erste, was ich immer mache, mir zu überlegen, wo ich dann den Eingang halt machen möchte, also so ein Eingangstor. In diesem Fall ist es mal hier. Hier war nämlich sowieso schon so eine Straße und die würde ich jetzt einfach beibehalten. Und was ich dann mache, ist, ich nehme hier einfach mal Spruce Wood, mache dann erstmal auf beiden Seiten erstmal 5 hohe Türme. Das bedeutet, 2 haben wir schon. 3, 4, 5. Und hier auch 3, 4, 5. Und dann baue ich auf dieser Seite ein Eingangstor und zwar platziere ich dafür dann immer eine Tür. Und dann mache ich von dieser Seite Falltüren und zwar 1, 2, 3 übereinander. Und hier auch nochmal 1, 2, 3. Und dann müsst ihr noch eine auf die Tür rauf machen. Aber la so. Und ich glaube, ich mache dann das hier Ganze nochmal ein bisschen höher. So, und dann könnt ihr das nämlich alles hochklappen. Und dann sieht das so aus wie so ein Tor. Und von außen sieht das auch eigentlich ganz cool aus. Und was ihr allerdings machen müsst, nämlich zum Beispiel, wenn wir jetzt Villager haben, die können ja auch Türen aufmachen. Die würden jetzt hergehen, die Tür aufmachen und würden dann halt nicht mehr reinkommen, wenn es Nacht ist zum Beispiel. Das hatte ich zum Beispiel auf dem anderen Server. Und dann macht ihr einfach Shift und Rechtsklick auf die obere Seite von der Tür. Macht dann da noch so ein Ding hin und das könnt ihr dann runterklappen. Beziehungsweise könnt ihr das dann da oben auch nochmal hinmachen. Das sieht dann noch ein bisschen cooler aus. Wobei man tatsächlich sogar noch eins da hoch machen könnte. Also ich... Oh, hoppala, das wollte ich nicht. So. Wir machen es mal so, dass wir dann hier noch eins hin machen. Hier oben rauf, jawohl. Sie kann dann wieder weg. Und dann sieht das Ganze halt noch ein bisschen massiver aus. Und ihr könnt das Ding halt, wie gesagt, runterklappen. Da können Villager nämlich nicht mehr raus. Außer halt Baby-Villager. Und ja, ihr könnt das halt einfach zuklappen. So, dann ist alles gut. Und wie gesagt, von innen kommt man nicht mehr raus. Aber man selber als Spieler kommt halt raus. Und so würde ich dann halt zum Beispiel so ein kleines Tor machen. Ist jetzt nicht so insane, aber es ist ja auch nur so ein kleines armes Dorf, sage ich mal. Das ist ja nichts, wo man irgendwie so eine fette Burg, so ein fettes Burgtor oder sowas bauen würde. Und wie ich die Mauer jetzt baue, ist folgendermaßen. Und zwar habe ich ja hier schon den Anfang quasi. Und bis da hinten soll es gehen, also bis zu dieser Wand da vorne. Und was ich dann mache, ist, ich wechsle einfach immer mal die Blöcke ab. Das bedeutet, ich benutze jetzt hier für die Mauer in diesem Fall Spruce Logs und Oak Logs. Und dann gehe ich einfach daher und platziere hier ein paar Mal den hier, ein paar Mal den hier. Und dann so ungefähr in der Form, wie ich es halt haben möchte. Und wie ich das halt meistens mache, ist, dass ich die Fichte alleine lasse und dann immer 2 von den anderen platziere. Weil das könnt ihr natürlich auch ein bisschen abwechseln. Zum Beispiel habe ich jetzt mal 3 gemacht. Dann 2 von den schwarzen hier, dann 4 vielleicht davon, dann nochmal 1 davon, 3 so, 2 wieder nebeneinander. Und dann müsst ihr halt irgendwie bis hier vorne kommen. Dann wo wir hier, glaube ich, nochmal einen schwarzen so. Und dann hier. Dann haben wir schon mal die Form von der Mauer. Ich würde sagen, die ist eigentlich auch schon okay. Wobei ich hier vielleicht so einen vielleicht eher bauen würde. Wobei ich glaube, ich mache die hier nochmal ein bisschen weiter nach außen tatsächlich. So, und zwar platziere ich dann hier einen hin, da einen hin und hier nochmal 2. Ich glaube, so sieht das schon ein bisschen besser aus. Hier vielleicht dann nochmal. Dann müsst ihr halt einfach ein bisschen gucken, was halt gut aussehen würde. Ich würde sagen, so reicht das dann. Und was wir dann machen ist, wir platzieren halt die Blöcke nochmal ein bisschen höher. Und zwar mindestens auf die Höhe von 3 Blöcken. Weil sonst würde das so ein bisschen komisch aussehen, wenn es niedrig ist, finde ich. Und bei 3 Blöcken ist es nämlich so, dass halt nichts mehr rüberkommt. Außer eventuell Spinnen, aber wir wollen es in diesem Fall gegen Raids quasi verteidigen. So. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir jetzt nochmal daher und machen nochmal zwischendurch ein paar einfach ein bisschen höher. Zum Beispiel hier einfach, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch. Aber ihr solltet halt gucken, dass hier halt immer so 2 bis, oder 1 bis 2 Blöcke halt höher sind. Zwischendurch mal. Sieht dann nämlich von außen noch ein bisschen cooler aus, weil halt einfach quasi die Baumstämme halt unterschiedlich lang sind. Und das macht halt einen ganz coolen Effekt her. So. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann gucken wir uns das gleich von außen mal an, wie das aussieht. So. Und ich würde sagen, das sieht schon mal ziemlich nice aus. Was man aber jetzt noch machen könnte, seit der 1.14 oder sowas, glaube ich, ist, dass man dass die ganzen Sachen noch ent... Oder ist... Man kann die ganzen Sachen hier noch entrinden. Und zwar macht ihr dann einfach Rechtsklick mit einer Axt dagegen. Und das Ganze sieht dann halt noch ein bisschen cooler aus, finde ich. Zum Beispiel, ich kann ja hier mal den Direktvergleich machen.
Und dass wir uns das angucken und dann das hier. Ich finde tatsächlich, das linke sieht ein bisschen besser aus und dementsprechend würde ich jetzt halt einmal rumgehen und das Ganze nochmal entrinden hier drumherum. Weil das halt einfach, wie gesagt, ein bisschen cooler aussieht. Zumindest finde ich das. Ihr könnt es natürlich aber auch so lassen, wenn ihr das... Oder was man auch machen könnte, ist, dass man halt zwischendurch immer mal so ein paar entrindet und ein paar aber lässt. Zum Beispiel den da lasse ich jetzt und dann hier wieder, zack, den vielleicht. Aber wobei ich finde, das sieht ein bisschen uneinheitlich aus. Also würde ich sagen, dass wir doch alles einfach entrinden. So. Und jetzt haben wir hier schon mal eine ganz coole Mauer. Das sieht schon mal ganz nice aus. Und was man jetzt noch machen könnte, ist davor so ein paar Steine zu platzieren, damit das Ganze so ein bisschen gesicherter aussieht. Und dann platziert ihr dann einfach abwechselnd hier ganz normale Steine, Cobblestone und Andesit einfach irgendwie. Zum Beispiel können wir ja mal hier einen Cobblestone hinsetzen, dann hier noch eine Mauer gegen Andesitsteine und noch einen Halbstein vielleicht. Und das machen wir jetzt halt auf der ganzen Länge einmal hin und wieder mal. Nur da müsst ihr natürlich auch wieder drauf aufpassen, dass man halt jetzt nicht irgendwie durch so einen Jump'n'Run quasi hier hochkommt. Das wollen wir ja gerade vermeiden, dass man irgendwie da reinkommen kann. Und das müsst ihr natürlich auch nicht oft machen, sondern halt hin und wieder mal ein bisschen. Ihr könnt es auch nicht so viel machen, also dass ihr einfach mal so einfach nur ein paar Blöcke dahinstellt, sowas zum Beispiel. Aber wie gesagt, hier dann sowas müsst ihr dann halt drauf achten, dass man jetzt hier quasi fast schon hoch kann. Aber da haben wir gleich noch eine andere Lösung für, das werde ich euch gleich auch noch zeigen. Und ja, was man denn ansonsten noch machen könnte, wäre nämlich, hier mache ich gleich auch nochmal einen hin. Ich würde sagen, das reicht dann auch schon. Man könnte dann hier in solche Ecken vielleicht nochmal zwei platzieren, so. Aber, oh, hoppala. So. Ich würde sagen, das reicht dann auch schon. Was man dann aber noch machen kann, ist tatsächlich Zäune oben drauf zu setzen, wer hätte es gedacht. Und zwar machen wir dafür nochmal hier eben ein paar Zäune. Ich brauche, glaube ich, sogar noch ein bisschen ab, wobei Holz habe ich eigentlich genug. So, wir platzieren gleich nämlich nochmal auf die Mauer drauf ein paar Zäune. Und zwar brauchen wir dafür einmal Fichtenzäune natürlich und dann natürlich auch noch die normalen Zäune. Je nachdem, was wir für einen Block da unter halt haben. So, das müsste erstmal reichen. Dann mache ich hier von draußen erstmal so eine kleine Leiter daran. Was man dann machen kann, ist hier oben zum Beispiel einmal Zäune raufzusetzen. Wobei man hier auch Banner natürlich hinmachen könnte, weil es ja das Eingangstor ist quasi. Und dann platzieren wir einfach hier überall jeweils nochmal einen Zaun oben drauf. Wobei man das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen variieren könnte, dass man zum Beispiel manchmal zwei Blöcke oben drauf setzt. Oder manchmal nur einen oder gar keinen vielleicht sogar. Wobei ich zwei meistens eigentlich ganz cool finde. Dann kann man das Ganze hier noch so ein bisschen hin und wieder einfach höher machen. So ungefähr. Na, wobei das vielleicht ein bisschen viel hier in der Mitte. Aber sowas hier ist halt ganz cool oder sowas. Und das würde man jetzt auch auf der ganzen Länge nochmal machen. Und dann haben wir eigentlich schon eine ziemlich gute Mauer. Wo es halt schon sehr schwierig ist, dran vorbeizukommen tatsächlich und vor allem halt für Pillager, weil die sind ja sowieso nicht so begabt beim Einbrechen quasi. Meistens stehen die dann halt einfach nur draußen und die können sich halt ganz einfach abfarmen, sage ich mal. Und ja, so eine Mauer würde ich jetzt natürlich auch wieder überall bauen. Wir können ja nochmal rumlaufen, damit ihr so seht, wo wir gerade sind. Also das hier vorne, das hatten wir ja schon. Das war ja so die Felswand. Dann haben wir hier jetzt so ein Tor mit einer Mauer, wo man nicht drüber kann irgendwo. Also müsste man nicht, sieht nicht so aus. Dann haben wir hier wieder so Felsen, wo man auch nirgendwo rüber kann. Und das Ganze sieht natürlich noch nicht so geil aus. Aber wie gesagt, es geht ja jetzt erstmal nur um die Funktion. Hier das Ganze würde ich tatsächlich noch einen höher bauen, damit man da auf jeden Fall nicht hoch kann. Hier kommt man dann wieder nicht vorbei. Hier wird dann noch ein Tor hinkommen, wie im genau selben Stil halt wieder hinten. Und von hier aus kommt dann halt eine Mauer. Die soll dann hier entlang gehen. Und dann, wo machen wir das lang? Also es ist halt die Frage, ob wir die Häuser zum Beispiel da wieder draußen lassen. Oder ob wir die auch innerhalb der Mauer haben. Sonst könnte man eigentlich hier in der Mitte auch durchgehen. Das mache ich, glaube ich, auch. Dann machen wir hier wieder ein Tor hin. Das bedeutet hier und hier. Hier kommt dann ein Tor hin und dann geht hier die Mauer weiter. Und dann geht die hier einmal entlang, über diesen Hügel rüber. Dann hier die ganzen Bäume natürlich noch weg. Können wir später dann auch wieder hinpflanzen, aber halt erstmal, solange wir bauen, halt weg. Und dann würde ich sagen, geht das hier in diesen Felsen rein. Und hier ist dann wieder Klippe. Und hier würde ich das dann auch weiter zu Klippe ausbauen. Und so sollte es dann im Endeffekt aussehen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch noch. Und dann sehen wir uns, wenn ich das Ganze fertig habe. Wobei das wahrscheinlich für mich noch ein bisschen dauern wird. Ihr seht das ja in einer Minute oder sowas. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. So, ich habe das ganze Dorf jetzt soweit fertig und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einmal an. Also hier vorne haben wir, wie gesagt, das Eingangstor und hier rechts haben wir dann schon mal die Mauer, die hier einmal komplett entlang geht. Bis hier zu der Klippe. Ich spiele übrigens wieder mit Shader. Aber bis hier zu der Klippe, hier kann man auch nirgendwo hoch. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal so den Kontrollgang, ob man hier irgendwo noch reinkommen könnte. Aber hier sieht das soweit alles gut aus. Also es sieht, wie gesagt, nicht gut aus, das kommt später. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich, sicher soweit. Und das hübsch bauen, das können wir irgendwann anders machen. Auch hier kommt man nicht hoch, hier haben wir dann das nächste Tor. Und hier ist dann auch wieder Mauer, Mauer, Mauer. Was ich hier noch gebaut habe, ist so ein kleiner Turm. Ein ganz einfaches Design einfach. Denke ich, brauche ich euch nicht unbedingt erklären, wie ich den gebaut habe. Einfach damit wir hier so einen Ausguck haben und halt die Pillager dann auch finden, wenn sie uns überfallen wollen. Aber hier kommt man soweit auch nirgends hoch. Hier muss ich nochmal mit der Axt. So, zack. Hier ist wieder halt Mauer.
Und hier vor habe ich so ein paar Büsche gepflanzt, die halt auch nochmal Schaden machen. Also wenn die Pillager dagegen laufen, gibt es nochmal Schaden. Hier ist dann noch ein Tor. Und hier draußen ist so ein kleiner, ja, weiß auch nicht. So ein Typ, der halt einfach draußen wohnt, keine Ahnung. Ja, die Mauer geht dann hier weiter. Und hier ist übrigens ein Creeper explodiert, der hat mich umgebracht. Deswegen habe ich nur noch 7 Level. Ja, auch die Mauer, die war nicht so richtig Creeper-sicher, aber ich denke, für Pillager sollte das reichen. Und hier kommt dann wieder halt Klippe, was auch noch nicht so toll aussieht, ich gebe es zu, aber das wird auf jeden Fall nochmal später irgendwann gut aussehen. Und hochkommen tut man hier nur mit einem Jump'n'Run, was eigentlich auch blöd ist. Ich glaube, ich mache das hier auch nochmal ein bisschen weg tatsächlich, weil na, man soll hier auf jeden Fall nicht reinkommen können. So, jetzt kommt man, glaube ich, nicht mehr rein. Aber hier könnte man auch noch rein, deswegen mache ich da auch nochmal einen hin. Aber jetzt müsste das soweit sicher sein. Das hier kennen wir ja schon mit dem Wasser. Und hier ist auf jeden Fall alles sicher soweit. Ach stimmt, außer dieser eine Ort, wo ich mich immer hochgebaut habe mit Sand. Das müssen wir auch nochmal schnell ändern. Und was ich auch noch gehört habe, als ich durchs Dorf gelaufen bin, dass der Villager Breeder funktioniert hat. Das werden wir uns auch gleich nochmal schnell anschauen. Aber erstmal mache ich hier den Sand weg. So, zack. Wobei, den Sand hole ich mir lieber, weil ich nicht so viel habe. So. Und ja, dann müsste eigentlich das ganze Dorf Pillager sicher sein. Und dann können wir auch eigentlich ganz getrost in der nächsten Folge mal gucken, ob wir so einen Raid dann auch überleben. Also wir müssen ihn eigentlich überleben, aber mal gucken, man weiß ja nie. Und was hier auch noch gekommen ist, ist tatsächlich wieder ein Trader. Der wohnt jetzt hier anscheinend auch im Dorf. Und irgendwie finde ich auch keine Villager mehr, die rumlaufen. Also ich habe das Gefühl, die haben sich wieder irgendwo eingeschlossen. Also ihr wisst ja noch, dass die anderen sich da irgendwie in so einem Futternapf also irgendwie, keine Ahnung, nicht mal rauskamen. Ich glaube, das ist hier nochmal irgendwo der Fall. Auf jeden Fall sehe ich hier einfach niemanden mehr, der rumläuft. Vielleicht wurden die auch alle getötet, das kann natürlich auch sein. Ich habe ja auch teilweise nachts gebaut. Aber wir haben jetzt einen Villager Breeder. Und hier kommen auf jeden Fall die ganze Zeit anscheinend neue Villager. Ich würde sagen, ich laufe da mal rein und guck mal nach. So, also gerade sieht es nicht so aus, als wäre hier ein Baby-Villager. Aber auf jeden Fall wachsen die Kartoffeln, das ist auch schon mal gut. Aber ich glaube, ich habe welche gehört. Ich guck mal hier hinten. Dann machen wir mal den Gang hier auf. Und hier ist tatsächlich einer. Nice. Ist hier noch einer? Nö. Wir haben immerhin einen neuen gefunden. Ist auch nicht schlecht. Und hier kommen jetzt halt, wie gesagt, theoretisch und auch praktisch die ganze Zeit neue Villager raus. Und die können dann hier einfach das Dorf neu besiedeln, weil die anderen ja irgendwie alle weg sind. Und dann würde ich sagen, was ist das eigentlich von dem Video? Ich hoffe, wir überleben den Überfall in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, dann, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Mauer in die Kommentare. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.